Seid gegrüßt zum neuen Video. Heute geht es um eine Transportkarre. Diese kommt von Parkside, gibt es momentan recht günstig, auch in den Filialen. Und wenn euch das Thema interessiert, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Ja, Parkside hat einiges an Transportkarren oder auch Sackkarren genannt im Sortiment. Die gibt es online. Ich habe ja schon mal ein Video zu einer anderen Karre gemacht, die ich dafür benutzt habe, um meine Gasflasche zu transportieren. Hier wäre das vielleicht sogar richtig cool, denn diese hier kommt direkt mit solchen Gummiseilen, die man direkt daran befestigen kann. Ist auch sehr kompakt, wie ihr das Ganze seht. Kostet das Ganze übrigens nur 13 Euro. Gibt es Anfang November auch in den Filialen. Je nachdem, wann ich das Video veröffentliche, kann das natürlich auch mal sein, dass das Ganze schon vergriffen ist. Aber online verlinke ich euch das. Dort könnt ihr euch dann den tagesaktuellen Preis auch abrufen. Und ich verlinke euch auch immer noch ein paar Alternativen, sowie auch interessante Videos zum Thema. Wir können mal gucken, die ist ungefähr 50 Zentimeter. Hoch und wir haben eine Breite von ungefähr 26 cm und eine Tiefe von, naja, sagen wir mal 10 cm müsst ihr dafür einplanen. Was mir nicht daran gefällt, deswegen stand die jetzt ein bisschen weiter hinten. Wenn ich die jetzt hier einfach loslasse, dann kippt die um. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung. Das heißt, wenn wir die irgendwo hinter eine Tür stellen wollen oder irgendwo in eine schmale Ecke oder irgendetwas, dann sollte das natürlich schon möglich sein, dass die auch hält. Also ihr müsst sie dann, wenn im ausgeklappten Zustand, dann irgendwo hinstellen, weil so hält das nicht. Oder ihr legt sie einfach irgendwo auf den Schrank oder in irgendeine Schublade oder irgendwas. Da ist das Teil dann natürlich auch gut aufgehoben. Ansonsten einfach die Plattform umklappen, sodass die nach vorne heraussteht. Und dann könnt ihr die natürlich auch stehend dann irgendwo lagern. Aber das finde ich so ein bisschen schwach von Parkside, dass hier nicht irgendwie dran gedacht wurde. Man hätte das vielleicht noch irgendwie hier machen können, dass man das stoppen kann oder irgendetwas. Und dann wäre das so gewesen, dass die dann zumindest nicht umkippt. Oder das hier so ein bisschen anders formen. Vielleicht noch so einen kleinen Klapphaken irgendwo mit dran machen oder irgendwas. So dass man das auch irgendwie hinstellen kann. Weil so funktioniert es ja, wie gesagt, nur bei Leuten, die das irgendwo auf den Schrank legen wollen oder sonst irgendwas. Kommen wir aber mal zur Transportkarre selbst. Die ist auch sehr, sehr leicht. Sie wiegt nur etwa 1,65 Kilogramm. Wir können diesen Griff hier oben auch dran ausziehen. Das werde ich euch dann gleich alles mal zeigen. Die maximale Belastbarkeit liegt bei 50 Kilo. Auch das werden wir gleich mal ausprobieren. Die Auflagefläche hat eine Größe von 23 x 25 cm. Und wir sollen laut Beschreibung dann auch 4 Rollen dabei haben. Sehe ich nicht so. Ich sehe hier eine, ich sehe hier zwei. Das hier oben, das sind meines Erachtens keine Rollen, weil das einfach nur so ein Plastikteil ist. Sieht aus wie eine Rolle, ist aber keine Rolle. Hat sich sicherlich irgendwie der Product Manager vertan. Aber wir werden das, wie gesagt, jetzt mal ausprobieren. Ich mache die mal auf. Schön ist, dass hier hinten das Gummiseil auch einfach so eingerastet werden kann. Dann können wir das nämlich hier einmal herumbringen. So sieht das dann aufgebaut aus. Ich habe jetzt hier nochmal das Gummiband dran. Ob das jetzt für eine Gasflasche hinreicht? Naja, das müsste eigentlich funktionieren. Wenn wir uns hier so eine 11 Kilo große Gasflasche vorstellen, 5 Kilo wahrscheinlich auch kein Problem damit. Und ihr seht auch, die Plattform ist sehr gerade gearbeitet. Die ist ein bisschen höher gelegt, sodass das auch nicht irgendwie mit dem Boden in Kontakt kommt, sodass die natürlich dann nicht feucht steht oder sowas. Das finde ich wiederum sehr, sehr gut. Das Gummiband selbst, schauen wir mal, wie lang das ist. Können wir auch mal messen. Jetzt einfach nur mal grob, soll uns jetzt hier nicht auf einen Millimeter ankommen. Wir haben hier eine Länge von etwa 60 Zentimetern, sodass ihr euch dann ungefähr vorstellen könnt, wie groß das Ganze ist. Es gibt natürlich diese Gummiseile auch so am Markt als Rollenware. Notfalls macht ihr euch hier einfach ein bisschen größeres Gummi mit dran, denn hier könnt ihr den Knoten öffnen und dann könnt ihr das gleiche Band einmal so, vielleicht ein bisschen länger, wenn ihr das braucht, dann hier mit einspannen. Wenn ihr das kürzen wollt, könnt ihr das natürlich auch machen, so wie ihr das haben wollt. Das finde ich wiederum sehr, sehr gut gelöst. Ist natürlich alles hier so ein Plastikbomber, wie ihr seht. Das ganze Teil ist aus Plastik. Deswegen 50 Kilo, naja, wir werden das gleich mal mit ein paar Wasserkästen probieren, wie viel da dann letztendlich drauf passt. Schauen wir mal erstmal weiter, die Räder selbst, das ist nicht gummiert, das ist auch alles aus Hartplastik, wie ihr hört. Also wenn ihr damit eine Treppe runterrumpelt oder so, dann kann das schon mal sein, dass das Ganze irgendwie wegbricht, zumindest wenn ihr dann voll beladen seid. Der Griff selbst ist hier mehrfach ausziehbar. Das ist so ein Teleskopgriff. Jetzt kriegt es gar nicht mehr hier auf das Videobild mit rein. So geht's. Können wir das auch nochmal ausmessen, wenn der voll ausgefahren ist. Sieht ja schon recht wuchtig aus jetzt. Da sind wir bei 85 cm und wenn wir jetzt bis zum Boden messen, sind wir bei 96, 97 cm ungefähr. Und das ist dann schon recht angenehm, auch wenn man etwas größer ist. Der Griff selbst
ist hier vorne noch mal so ein bisschen genoppt, ist aber nicht gummiert, sondern das ist wie gesagt dann alles Hartplastik. Und ihr seht, wir können hier oben über diesen Knopf das Ganze hier dann ausrasten und einrasten lassen. Wenn wir das ausziehen wollen, müssen wir das einmal drücken. Es gibt allerdings keine. Gibt hier allerdings keine richtige Zwischenfunktion, also ihr müsst das dann, wenn schon, ausziehen, damit das einrastet. So einen Mittelwert habe ich jetzt hier, doch, geht auch. Okay, dann müssen wir es erstmal ganz ausziehen, dann müssen wir das Ganze wieder etwas reinstecken und dann rastet das hier an den Seiten ein und dann könnt ihr das auch, naja, soll wohl so nicht sein, ist ein bisschen ein kleines Gemache, aber wenn der ganz ausgezogen ist oder wenn er ganz unten ist, dann rastet er auf jeden Fall ein. Also hier könnt ihr die Sackkarre dann auf jeden Fall auch anheben. Und wie gesagt, die wiegt hier nur ein bisschen was über 1,5 Kilogramm. Ja, eine Bedienungsanleitung ist natürlich auch dabei, wenn ihr euch die im Vorab schon mal runterladen wollt, einfach diesen QR-Code kurz scannen oder Lidl-Service.com eingeben, dann kommt ihr auf diese Bedienungsanleitung. Aber ich denke mal, das hat sich dann auch erübrigt, weil was will man da jetzt großartig lesen? Zusammenklappen tut ihr das einfach mit ein bisschen Kraft, dann könnt ihr das wieder so einklappen und wenn ihr das ausklappen wollt, dann seht ihr, dann hängt das so ein bisschen schief, dann müsst ihr so ein bisschen einen kleinen Ruck machen und dann rastet das auch ein und dann könnt ihr mit der Sackkarre auch überall rumdüsen. So fährt sie gut, sehr, sehr leicht. Jetzt probieren wir es mal aus. So, dann schaut es euch mal an. Ich habe schon eine Cola-Kiste einmal drauf gemacht. Ich denke, wir sind uns einig, die wiegen so ungefähr 15 Kilo, denke ich mal. Weil wir haben da 12 Flaschen drin, ein Liter. Wer in Physik aufgepasst hat, der weiß, dass ein Liter ungefähr ein Kilo wiegt. Dann kommt das ganze Plastik noch drum, also ungefähr 15 Kilo. Ihr könnt mal reinschreiben, wenn ihr das ganz genau wisst, was so eine Kiste dann wiegt. Und wir werden jetzt mal ausprobieren, wie viele Kisten wir hier drauf bekommen. Erstmal mit dieser einen. Und ihr seht, das funktioniert also sehr gut. Man kann da sehr gut manövrieren und dadurch, dass man hier dieses Gummiband noch drumherum legen kann, kippt das natürlich dann auch nicht nach vorne. Wenn wir natürlich mehr Kisten drauf machen, dann müssen wir natürlich oben festhalten, weil dann können wir das Gummiband natürlich so in der Form nicht mehr verwenden. So, dann probieren wir es mal mit zwei Kisten aus. Jetzt, wie gesagt, habe ich das Gummiband natürlich nicht mehr herumbekommen, aber... Ihr seht, das funktioniert also auch hervorragend und es lässt sich wirklich noch sehr, sehr einfach rollen, ohne dass hier irgendetwas sich biegt oder irgendwie gebrechlich wirken würde. Also mit zwei Kisten auch kein Problem. Nehmen wir mal eine dritte. So, dritte Kiste ist auch drauf. Probieren wir es damit mal aus. Ja. Na, jetzt merkt man das Gewicht doch schon deutlich und eine vierte Kiste würde ich auf jeden Fall jetzt nicht draufstellen, weil der Griff jetzt auch zu Ende ist hier an der Stelle, aber... Grundsätzlich ist es auf jeden Fall besser, als wenn ihr die Kisten so durch die Gegend tragen müsst. Ja, beim Abstellen ist natürlich immer so eine Sache. Man kippt das natürlich dolle nach vorne, aber es hat kein Übergewicht nach vorne, sodass es umkippen würde. Also einfach langsam abstellen, dann funktioniert auch das. Also ihr habt gesehen, wir sind jetzt schon doll an die Belastungsgrenze rangegangen. Noch mehr würde ich jetzt da nicht unbedingt draufpacken. Irgendwann wird das natürlich dann auch wegknacken. Ich denke mal, 50 Kilo schafft sie auf jeden Fall. 45 ungefähr müssten ja jetzt ungefähr drauf gestanden haben. Und da hat irgendwie nichts gelitten oder ist irgendwie abgebrochen oder sonst irgendwas. Das ging also hervorragend, auch von den Rädern her. Ich denke mal, gerade für so einen günstigen Preis kann das wirklich eine Alternative zu etwas teureren Karren sein. Und dadurch, dass das Ganze so kompakt ist, passt das natürlich auch überall hin. Wie gesagt, einziges Manko, was ich hier gefunden habe, ist, dass die wegrollt. Man könnte es natürlich hinter einer Tür dann vielleicht auch so hinstellen. Wenn wir das dann an die Wand stellen, dann sollte das vielleicht auch funktionieren. Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Was ich noch sagen wollte, ist, wir haben hier auch noch mal so eine kleine Noppung mit drauf, sodass, wenn wir hier mit dem Fuß oder mit dem Schuh dann gegenkommen, dass wir dann auch nicht wegrutschen können. Das finde ich also sehr gut durchdacht zumindest mal. Und auch die ganze Plattform selbst ist hier auch noch mal so genoppt, sodass das Transportgut hier nicht einfach herunterrutschen kann, sondern dass das ein bisschen besser steht. Wenn ihr das noch ein bisschen besser haben wollt, dann klebt da vielleicht noch ein bisschen Gummi irgendwie drüber. Gibt es ja auch dann selbstklebende so Gummimatten oder was. Und dann verseht ihr das Ganze noch mal mit etwas mehr Anti-Rutsch-Effekt.
Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dieser Transportkarre hier haltet. Habt ihr jetzt ja im Einsatz gesehen. Vielleicht hat der eine oder andere diese ja auch schon zu Hause, hat sich die schon geholt und kann davon schon berichten. Vielleicht ist dem einen oder anderen die vielleicht auch schon weggeknackt. Dann schreibt es bitte einfach mal unten in die Kommentare. Das hilft natürlich auch immer der Community weiter. Auch wenn ihr Ideen dafür habt, wie ihr das Ganze noch verwenden könnt. Wie gesagt, wer schon mal eine Gasflasche ausprobiert hat, kann es gerne unten mal reinschreiben. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch unterhalten hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin.